In der Neuverfilmung von Heidi wird die bekannte Story des zeitlosen Kinderbuchs mit großer Nähe zur Romanvorlage erzählt. Heidi ist weise und muss zum grantigen Großvater auf die Almhütte ziehen. Sie knackt schnell die raue Schale des Alpöhis, doch dann wird sie von der Tante aus Frankfurt abgeholt. Dienstag, 25. Dezember im ZDF. Im Animationsknüller Pets geraten der brave Schoßhund Max und sein ungeliebter Neufundländer-Hausgenosse Duke in die Gewalt von Tierfängern. Zwergspitzdame Gidget eilt mit der tierischen Nachbarschaft zu Hilfe, während Hasenfiesling Snowball mit seiner Straßenarmee lieber eigene Pläne schmiedet. Dienstag, 25. Dezember bei RTL. In der Netflix-Serie You, du wirst mich lieben, setzt Buchhändler Joe Goldberg alles daran, die Zufallsbekanntschaft Jennifer für sich zu gewinnen. Mit Hilfe seiner Social-Media-Kenntnisse nutzt er private Informationen, um der angehenden Autorin näher zu kommen und all diejenigen zu vernichten, die seinem Glück im Weg stehen. Ab Mittwoch, 26. Dezember, bei Netflix. Hauptkommissarin Ann-Kathrin Klaasen jagt in Ostfriesenblut einen Serienkiller, der es auf Rentner abgesehen hat. Vor ihrer Haustür liegt eine ältere tote Frau, die der Mörder verdursten ließ. Der Täter sucht offensichtlich Klaasens Nähe und es entwickelt sich ein perfides Spiel um Leben und Tod. Samstag, 29. Dezember im ZDF. Im romantischen Drama Ein ganzes halbes Jahr will der querschnittsgelähmte Will nur noch 6 Monate leben und dann selbstbestimmt sterben. Der Selbstmordplan der intellektuellen Nervensäge gerät auch nicht durch die fröhliche Pflegerin Lou ins Wanken, obwohl sich Will ihrem Charme kaum entziehen kann. Sonntag, 30. Dezember im Ersten. Weitere Tipps, News, Facts und Interviews findet ihr bei goldenekamera.de. Sei ein braver Junge, Leonard.